Sören Michiel. Hallo Sören. Hi. Das ist ein wahnsinnig ungewöhnlicher Name. Was machst du beruflich? Ich studiere. Du studierst? Warum mit Fragezeichen hinten? Bist du dir nicht sicher, ob du studierst? Doch, ich bin mir ziemlich sicher. Was hörst du für Musik? Meistens Pop. Ganz gut. Also Mallorca-Musik, ist das was für dich? Nee. Ballermann, Lorenz Büffel, Icke Hüftgold und so? Nein? Alles nicht. Aber du bist Schalke-Fan, oder? Auch nicht. Du bist kein Schalke-Fan? Du heißt aber Sören Michiel. Ja. Kann es sein, dass es hier zwei Leute gibt im Publikum, die Sören Michiel heißen? Ja. Nein! Hallo! Wie bitte ganz kurz? Ihr heißt beide Sören Michiel? Aber ihr seid nicht dieselbe Person. Ihr heißt beide Sören Michiel? Grüß dich, ja. Das ist ja ein Riesenzufall. Das ist ja ein Riesenzufall. Und dass ihr ausgerechnet nebeneinander in der Sendung sitzt, das ist ja wie ein Sechser im Lotto. Das ist ja Wahnsinn. Sören, du stehst auf Schlagermusik, oder? Ballermann, ja. Ballermann! Schalke-Fan! Richtig. Mallorca-Sören, komm mal runter. Na klar. So, ist das hier? So stehen wir richtig. Hallo Mallorca, ich nenne dich Mallorca Sören, ist okay, oder? Vollkommen normal. Malle Sören Michiel. Du bist richtiger Mallorca-Fan. Oberbayern, Lorenz Büffel, Micky Krause, Peter Wackel, Megapark, Bierkönig, Johnny Depp, wie heißt es? Johnny Depp. Haben wir gesehen auf deiner Facebook-Seite. Du postest wirklich, das ist ein tolles Profilbild, das ist deine Facebook-Seite. Und Icke Hüftgold, ne? Hier, ach, super. Kartoffelsalat, genau. Richtig Kulturstandort gut. Deutschland, ganz wichtig, auch in der Welt zu zeigen, was wir für ein Volk der Dichter und Denker sind. Und du warst bei der Bundeswehr. Bin ich noch, richtig? Immer noch? Ja. Nein, welcher Dienstgrad? Stabsunteroffizier, vor 2 Wochen befördert worden. Nein, hast du auch das Moor gelöscht in Meppen? Nee. Ich bin auch gerade nicht okay. Tätig so in der Truppe. Ich habe gerade Praktikum. Was, wo? Rettungswache Nordhausen, die grüße ich auch. Liebe Grüße, Rettungswache Nordhausen. Liebe Grüße auf die ganze Bundeswehr. Du bist so ein richtiger Hubraum-Hugo, ne? Der Hashtag, doch der andere, Hashtag der längere. Hubraum-Hugo, ja. Haben wir auch gesehen. Hubraum-Hugo! Das war der Hashtag unter dem Posting, wo du, das sagst du selber über dich, ja, deinen kleinen Penis mit Hubraum vom Auto kompensierst. Richtig. Du, weißt du, bist so ein Typ, also wenn ich das jetzt schon so höre, diese Art von Witz, das ist ein Schnäuzer, würde dir gut stehen, ne? Hatte ich mal, ja. Du hattest mal einen Schnäuzer? Hast du auch die Bilder von mir im Schnäuzer am Kleid? Ja, aber zumindest haben wir gesehen, dass du auf Schnauzer stehst und wir haben uns schon fast, da ist er, hallo. Das hat leider sehr lange gedauert. Es hat lange gedauert, den wachsen zu lassen. Ja, Bartwuchs wie ein 7-jähriges Schulmädchen. Ja, gut. Sören, du hast auch noch einen Instagram-Account. Ja, mein Name? Dein Name ist Berti Bumsbirne 0815. darf ich dich jetzt also offiziell Berti Bumsbirne nennen? Wäre das okay oder ist das... Sehr gerne. Sören, stell dich bitte hier auf dieses Hexagon hier unten. Okay. Mallorca ist nur einmal im Jahr... Was heißt, warum sage ich Sören? Berti Bumsbirne. Mallorca ist nur einmal im Jahr. Hast du Bock auf ein bisschen Party? Auf ein bisschen Stimmung? Gerne, ja. Hast du Bock auf ein kleines bisschen Ruhm und Fame? Immer wenn die Nicole, die steht da neben der Kamera, gleich diesen Zettel hochhält, dann darf ich dich bitten, möglichst im Takt und im Rhythmus und irgendwie einigermaßen Bundeswehr-Feldwebelartig laut dieses Wort zu sagen, was da draufsteht. Hier sind, lieber Sören, oder Berti Bumsbirne, mit einem eigens für dich komponierten Song. Der Text ist gemacht aus einer Collage von allen Dingen, die du im Internet gepostet hast. Danke. Lorenz Büffel und Icke Hüftgold mit Berti Bumsbirne. Viel Spaß! Ladies and Gentlemen, hier sind Icke Hüftgold und Lorenz Büffel. Und wir haben die unfassbare Ehre, den größten Newcomer des Jahres vorzustellen. Wir wissen ganz genau, eigentlich seid ihr wegen uns hier, aber heute Abend ist er hier. Hebt die Hände nach oben, hebt die Hände höher, keiner weiß warum. Are you ready? Es geht los. Gib mir den Party, gib mir den Bums, gib mir den Birne. Party, Bums, Birne, gib
die Tada-Tada. Er ballert alles weg, Rennen hat keinen Zweck. Keine Reste im Klaus, das ist Gravibums-Birne. Tada-Tada, er ist da. Tada-Tada, er ist wieder da. Tada-Tada, er ist da. Der Tee ist endlich da. Die Hände für Bunde. Und da oben der andere Sören Michel. Selten habe ich jemanden so erleichtert gesehen. Das war noch nicht alles. Du kriegst nicht nur diesen Song. Diesen Song gibt es tatsächlich auch hier, also auf CD. Das könnte der Hit des nächsten Jahres auf Mallorca werden. Darf ich den zum Karneval abspielen? Kannst du auch, meinetwegen. Sehr gerne. Da musst du hinter den Kulissen noch mit Icke Hüftgold und Lorenz Büffel verhandeln. Ich glaube, es ist aber möglich. Und für deinen nächsten Mallorca-Aufenthalt gibt es ein All-You-Can-Drink Getränkegutschein. Das kann teuer werden. Vielen Dank, Sören. Dankeschön.